Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, erster Tag nach dem Update. Wir haben gestern Abend live gestreamt, also ich habe live das Update mit euch gespielt. Fand ich richtig klasse, muss ich sagen. Zum Ende wurde es dann sogar nochmal voller, aber ich hatte irgendwo eine Stunde geplant. Daraus sind mal wieder 2 Stunden geworden. Ich hoffe, das hat euch nichts ausgemacht. Und wir gehen einfach gleich mal rein. Man kann es sich natürlich sehr einfach machen. Was gibt es im Update neu? Indem wir einfach hier auf die News klicken, uns das Ganze hier durchlesen und wenn man dann auch einmal auf die Links hier selber geht, ich mache das hier jetzt gerade in meinem Emulator, dann kommt hier eine Webseite und man kann sich die ganzen Sachen nachlesen, also die Balanceänderung, was ist eigentlich neu reingekommen und kann sich so einen kleinen Überblick verschaffen, aber ich denke mal, den besten oder den einfachsten Überblick hat man, indem man sich das Ganze einfach mal in Wort und Bild erklären lasse. Das mache ich heute einfach mal. Was mir relativ schnell aufgefallen ist, wenn man hier in das Interface reinklickt, zum Beispiel hier oben beim Gold, dann sieht man jetzt, was habe ich eigentlich Max? Was kann ich an Max-Kapazität haben? Was ist die Produktion pro Stunde, also aller Goldsammler? Und was ist an meiner Schatzkammer? Hier sieht man bei mir 24.500. Ist also die Produktion meiner gesamten Sammler. Und ich habe nichts in der Schatzkammer. Genauso geht das mit dem Elex. Und natürlich hier auch mit dem dunklen Elex. Das finde ich eigentlich eine gute Sache. Dann brauche ich hier nicht immer gucken, wie viel ist hier drin, etc. Was noch eine Neuerung ist, das sehen wir hier jetzt im Moment nicht. Da müssen wir ein paar Minuten oder ein paar Sekunden warten. Und zwar, wenn hier in einem der Lager, das heißt nicht der Lager, der Sammler, etwas abzuernten ist, dann werden immer alle vom gleichen Typ abgesammelt. Das heißt also, wenn wir hier jetzt den dunklen Bohrer haben und könnten hier jetzt das dunkle Elex einsammeln, dann würde er das gleich für alle 3 Bohrer machen. Finde ich ganz nett. Es gibt natürlich auch Leute, die lassen gerne mal in einem Bohrer etwas drin und für die ist das natürlich jetzt hinfällig, weil direkt wenn du einklickst, werden alle anderen eingesammelt und dann hätte man sich ja auch irgendwo hier einen Button machen können, alles sammeln. Ja, so habe ich es jetzt einzeln, also ich kann Gold und Elex stehen lassen oder auch nicht. Das sind so die Sachen, die mir als erstes aufgefallen sind. Finde ich eine ganz nette Sache. An Updates gab es ja lediglich im Rathaus 10 Bereich zumindest, dass der Klonzauber, wo ist er, hier ist er, jetzt auf Level 3 geht. Das heißt also, ich kann ihn jetzt auf 2 und auf 3 machen. Und bei Rathaus Level 11 geht er dann auf Klonzauber Level 5, glaube ich, geht er hoch. Ja, Klonzauber Level 5. Und ich kann den Heilungszauber jetzt auf Level 7 machen, also er ist jetzt nicht mehr auf Level 6 Max, sondern auf Level 7. Ja, das ist eigentlich erstmal gewesen aus dem neuen Dorf. Wie fing das Ganze dann an? So wie es zu erwarten war, ihr seht das hier unten schon, bei mir war das Schiff schon da. Bevor ich jetzt aber gleich rüberreise, möchte ich nochmal auf eine Umfrage hinweisen, die ich gemacht habe. Unten in der Beschreibung seht ihr bei mir einen Umfragelink. Das geht einmal zu Google, ihr könnt aber auch an der Umfrage teilnehmen, bei mir auf der Facebook-Seite oder über Twitter. Das geht also auch, ich habe das überall eingebettet und es werden keine Nutzerdaten festgehalten, sondern wirklich nur rein die Antworten. 3 Antwortmöglichkeiten habt ihr oder ihr könnt mir das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das Update gefällt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ja also unser Boot aufgebaut und wenn wir es hier anklicken, dann sind wir hier rüber geschippert und haben uns ein zweites Dorf gebaut, das sogenannte Bauarbeiterdorf. Das heißt, hier sind dann ein paar Bauarbeiter mit rübergekommen und dann fing das hier mit einem sogenannten Tutorial an, also ähnlich wie man Clash of Clans, ich sag mal, normal beginnt. Man bekommt also von dem Typen hier oben Sachen vorgeschlagen, die man bauen kann. Man hat hier wieder diese Pfeile in der Base, was man dann machen muss erstmal und dann geht das hier los. Wie kriegt man hier aber eigentlich sein Gold und sein Elex in die Base, um Sachen aufzubauen hier und abzugraden. Das bekommt man hier durch Kämpfe und durch täglichen Boni. Den habe ich allerdings gestern natürlich schon verspielt. Das heißt, es ist ähnlich wie in Clash Royale. Wer also Clash Royale kennt, dort gibt es ja die Kronentruhe alle 24 Stunden zu spielen. Wenn man die voll hat, dann kann man die abernten.
Genauso ist das hier eigentlich auch. Wenn ich hier also dann 3 Kämpfe habe, dann bekomme ich einen Bonus. Wir sehen das hier, wenn ich jetzt mal auf Kämpfen klicke. Ich könnte jetzt sofort suchen, würde aber nichts anderes bekommen außer Pokale. Die sind auch nicht unwichtig. Was ich natürlich machen kann, das seht ihr hier gleich hier unten. Ich könnte mir die Wartezeit jetzt mit Gems freikaufen. Und wenn ich hier auf das i klicke, dann sehe ich auch meinen aktuellen Siegbonus. Das heißt also, wenn ich meine Siege mache, dann fahre ich heute 30, 60, 90.000 von jedem ein und kriege nochmal einen 3-Siege-Bonus dazu. Der erhöht sich natürlich, wenn meine Pokale höher gehen. Ja, aber dementsprechend erhöht sich auch das Freikaufen hier unten. Also je höher ich in den Pokalen komme, desto höher sind auch die Freischaltkosten per Gems, damit ich den Siegbonus vielleicht ein zweites Mal heute einfahren möchte, weil mir ein paar Ressourcen fehlen. Man sieht das ja auch, je mehr Trophäen du hast, desto größer die Belohnung. Und man verliert hier keine Ressourcen, das ist natürlich super. Andere Möglichkeit ist natürlich, dass man hier die Sammler hochmacht. Das heißt also, man hatte hier angefangen zu bauen, man hatte hier die Kanone und das Meisterhaus oder die Meisterhütte und ein Armeelager. Man konnte sich dann ein zweites Armeelager dazu kaufen. Die entsprechende Verteidigung aus dem Shop holen. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel schon mal den Bogenschützenturm. Den kann man hier auch jetzt umstellen. Das finde ich richtig cool. Im Moment hat er einen großen Radius, aber macht nicht so viel Schaden. Das sieht man hier. Der macht nämlich nur 35 Schaden. Stelle ich den aber runter, dann sieht er auch so aus, finde ich. Ist ja nicht mehr richtig ein Turm, ne? Ist ja eher ein Erdturm. Da macht er aber 70 Schaden, aber in einer kleineren Range. Man sieht das hier 7 Felder und hier sind es 11 Felder. Ja, wenn ich den jetzt auf schnelle Angriffe stelle, dann greift er jetzt schneller an, macht aber jetzt weniger Schaden. Im Moment lasse ich ihn so stehen. Das Ganze muss man einfach mal abtesten. Man kann hier Fallen bauen und man kann natürlich auch seine Truppen leveln. Im Moment kann ich nichts mehr forschen, weil ich meine Forschungs... wie heißt das hier? Das Sternlabor erstmal ausbauen muss, damit ich weitere Truppen forschen kann. Und die kann ich dann hier bauen. Die bauen automatisch nach, wenn ich sie verliere im Kampf. Man muss hier also nicht reinklicken, man kann hier höchstens dann Einheiten rausklicken, um wieder neu einfach zu forschen. Ihr seht hier unten auch schon die Einheiten. Ich werde mir also gleich den Riesen hier freischalten lassen. Und dann gibt es hier ja so ein bisschen bekanntere Sachen, will ich jetzt nicht sagen, aber Lakaien kennen wir natürlich aus dem normalen Spiel, kennen wir auch aus Clash Royale. Und das ist der, wie heißt der hier? Der Mutanten-Lakai oder auch den Riesen, den wir uns gleich freischalten, hat einen besonderen Namen. Das ist ein Bombenwerfer hier. Hier haben wir das Drachenbaby, das kennen wir natürlich aus beiden Spielen. Und dann haben wir hier noch eine Kanonenkarre. Die kenne ich noch gar nicht, da muss ich mal gucken, was das ist. Und wenn man jetzt hier raufklickt, ist bald verfügbar. Also das sind so Sachen, die man aus Clash Royale kennt. Das hier ist zum Beispiel die Nachthexe. Und die halt nach und nach in diese Spiele erst eingebaut werden. Es würde jetzt wahrscheinlich auf den Level, auf dem sich hier alle befinden, überhaupt nichts bringen. Wenn man hier diese Einheiten jetzt schon hätte, dann wäre man hier ein bisschen zu OP, glaube ich. Und dann gibt es ja am Ende den Packer. Ich denke mal, hier wird noch viel, viel mehr kommen. Aber ich hatte ja dann gestern alle meine Kämpfe gemacht. Habe auch eigentlich gemaxt. Ich weiß nicht genau, die Mauern können jetzt auch auf Level 2 verbessert werden. Was ich sehr, sehr nice finde, bevor ich hier meine Hütte weiter ausbaue, muss ich diese Sachen hier unten gebaut haben. Ich muss sie also aus dem Shop raus haben. Und vorher geht das hier nicht weiter. Das finde ich natürlich sehr gut. Also kein Engineering hier möglich. Ich muss die Sachen haben, damit ich die Meisterhütte weiter ausbauen kann. Das hat mich gestern zwar ziemlich abgewurmt, weil ich eigentlich gar keine Mauer machen wollte. Die kosten immerhin 4000 Gold und hier hast du zum Start echt nicht gerade viel Gold. Und deswegen hat mich das ziemlich abgenervt, aber ich musste sie bauen. Ja, wie geht das eigentlich hier weiter? Ich lasse mir jetzt erstmal in meinem Sternlabor, das wollte ich jetzt, das wollte ich hier gar nicht updaten. Ich wollte die Bauarbeiterkaserne hier updaten. Ich habe gerade mal so 10.000 Elex. Ihr seht es, also es ist hier echt eine enge Kiste. Die schalte ich mir jetzt frei. In 10 Minuten sind die fertig. Und dann kann ich immerhin schon mal Riesen nutzen, denn natürlich werden die Kämpfe auch schwieriger, je höher man in die Meisterhütten, sage ich mal, Reihenfolge kommt. Und ich habe ja im Moment so ein paar Truppen hier am Start. Man kann die Truppen wechseln, das werdet ihr gleich sehen. Ach so, die Truppenausbildung ist pausiert, während die Kaserne verbessert wird. Oh, naja, gut. Okay.
dann werden wir das Kasernen beschleunigen, Kasernen verbessern, gleich beschleunigen. Damit wir mal einen Angriff machen, dann sehen wir auch, dass man hier zwischen den Truppen hin und her wechseln kann. Das, was wir gestern dann alle so ein bisschen gemeinsam rausgefunden haben, ist, dass es hier natürlich noch ein paar mehr Sachen gibt. Man kann wieder normale Sachen hier abbauen. Das kann man aber auch erst machen, wenn man die Meisterhütte auf 3 hat. Also auf 3 muss man sie mindestens haben, um hier zu harvesten. Und es gibt hier ein paar Sachen zu entdecken, die man sich freischalten lassen kann. Diese Kampfmaschinen hier, ich nehme mal an, das ist so ähnlich wie ein Held, bekommt man erst, wenn man die Meisterhütte auf 5 verbessert hat und natürlich 900.000 Elex dann in der Kasse hat. Und man, wenn man das nachliest, kann nach einigen Reparaturen mit in den Kampf genommen werden. Also man muss das, den Helden hier wahrscheinlich so ein bisschen aufbauen, damit er dann irgendwann richtig funktioniert. Wir scrollen hier mal weiter durch. Hier hinten haben wir einen sogenannten Uhrenturm. Der ist im Moment kaputt, der Uhrenturm. Aber auch den können wir aufbauen und mit dem Uhrenturm werden Sachen in deinem Dorf schneller erledigt. Beschleunigte Ressourcenproduktion, Ausbildung, Forschen und Bauen. Ich kann mir vorstellen, entweder kostet das was oder man kann, ich nehme mal an, dass man das mit ein paar Gems oder so dann boosten kann. Denn Gems verdienen sich hier ja fast von alleine. Man muss also gar keine Gems mehr kaufen. Stimmt natürlich nicht, denn man bekommt hier eine Juwelenmine, die ist allerdings auch noch kaputt. Und es ist harte Arbeit, die abzubauen und dauert auch sehr, sehr lange. Also ich nehme mal an, du kriegst hier nicht die 70, 80 Juwelen pro Tag, die man abharvesten kann. Denn die Firma, die hinter Clash of Clans steht, will sicherlich auch Geld verdienen. Und mit dem zweiten Dorf hier, wo jetzt viele bauen, wo viele wieder Gems einwerfen, denke ich mal, geht dieses Geschäftskonzept mal wieder auf. Und ja, ist halt so, was willst du machen? Jeder will ja sein Geld verdienen. Auch Supercell möchte das und ich würde sagen, wir gemmen eben mal für 6 Gems. Ja komm, das gönnen wir uns. Den Riesenfrei hier, jetzt haben wir den, ich hab natürlich echt nichts mehr, was ich großartig machen kann. Ich könnte hier jetzt noch, den Elex-Sammler, den mache ich noch für 40 Minuten, denn die Dinger hier müssen echt hoch, damit hier in der Zeit, wo man nicht kämpfen kann, damit hier auch irgendwo im Dorf was passiert, du deine Ressourcen reinkriegst und es hier ein bisschen weitergeht. Denn ich komme gleich zu einer Besonderheit. Dieses Dorf hat natürlich eine kleine Abhängigkeit zu deinem Hauptdorf. Hauptdorf sage ich deswegen, weil dieses ist die Bauarbeiterbasis, die man sich auch angucken kann. Also wenn ich dann hier auf Info klicke, dann sehe ich hier auch so eine ACK-Base. Hier ist ja gar kein Gestrüpp drin etc. Und ich sehe auch hier unten im unteren Teil neue Errungenschaften, die man gleich auch zu Anfang natürlich bekommt. Sichere dein Dorf mit Google Play verknüpfen, also indem du das gemacht hast, gab schon so ein bisschen was. Und jetzt muss ich verschiedene Sachen hier genau wie bei dem normalen Dorf machen, um hier die Gems einzufahren bzw. die Belohnung zu bekommen. Die gehen dann ganz normal auf den Level drauf und man kann dann hier auch wechseln zwischen Heimatdorf und Bauarbeiterbasis. Und wenn ich auch unter meinen Clan gucke, das sind jetzt die Pokale hier, die in meinem Bauarbeiter, ja, die alle hier in der Bauarbeiterbasis haben. Ja, man sieht das auch, es sind ja noch recht wenige Pokale, das dauert auch ein bisschen. Im Heimatdorf kann man hier auch dann direkt wechseln. Also eigentlich eine gelungene Geschichte, ein paar kleinere Verbesserungen gab es hier oben. Man kann jetzt kopieren und jetzt auch teilen in die Social Medias. Dann poppt also unten irgendwo was auf, wo man das Ganze dann teilen kann. Und aber ich glaube, alle anderen Sachen sind so geblieben, wie ich das gesehen habe. Ja, das ist in etwa so geblieben. Community, auch wenn ich mir jetzt jemanden angucke, ich besuche also jemanden, dann sehe ich, je nachdem, ob ich im Bauarbeiterdorf bin oder ob ich im Heimatdorf bin, sehe ich hier sein Bauarbeiterdorf. Ich sehe also schon, dass er diesen Kracher hat. Das ist also eine neue Verteidigungseinheit. Und ich kann hier auch sehen, welche Einheiten er sich schon freigeschaltet hat etc. Das Ganze kann ich natürlich fürs Heimatdorf hier an der Stelle auch machen. Und wenn ich hier wieder auf Info klicke, dann sehe ich auch die Vorschau der Base mal wieder. Aber wir gehen mal zurück, wir wollen jetzt mal einen Kampf sehen. Welche Gebäude es denn noch gibt, da geht man einfach in den Shop und kann sich hier schon mal die Verteidigung angucken. Ich habe ja im Moment wirklich kein Gold und kein Elex, kann also nichts bauen. Denn auf der Meisterhütten 3 Ebene sieht man ja, kann ich eigentlich ein paar Verteidigungen bauen. Und ich kann auch ein drittes Armeelager bauen. Das werde ich auch als allernächstes machen. Und sonst geht das hier auch nicht weiter. Aber wir gehen jetzt mal in einen Kampf rein. Wir suchen mal.
und sehen jetzt hier ein Dorf. Die Besonderheit ist jetzt eigentlich bei den Truppen hier. Ihr seht diese beiden Pfeile. Wenn ich darauf klicke, dann kann ich meine Einheiten auswählen, die ich jetzt setzen will. Ich nehme jetzt mal die Riesen und nehme die die Bogenschützin hier mit. Die heißen hier, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen anders. Aber damit kann ich schon mal so ganz still und heimlich hier vielleicht die beiden Gebäude wegmachen, bevor ich dann die Riesen hier gleich mal auf die Kanone gehen lasse. Ah, die machen das schon nicht ganz weg. Okay, ich warte mal eben ab, denn ich habe ja jetzt echt nicht mehr viel Einheiten. Vielleicht sollte ich auch einfach mal nur Riesen nehmen. Aber wir schicken hier jetzt mal die beiden Riesen mit rein und mal gucken, wie weit die jetzt eigentlich gehen. Ah, hier seht ihr den Effekt dieser Falle. Ja, da werden die Riesen also zurückgeschleudert und da vorne liegt schon eine Bombe. Das sind alles schon Sachen, die der Gegner hier hat, ich aber noch nicht. Und ja, die beiden Riesen gehen noch, die gehen nicht wirklich gut durch. Ein Riese lebt jetzt noch, aber wirklich viel Schaden macht er noch nicht. Aber wir kriegen das Rathaus, okay. Da ist auch noch eine Sprungfalle. Ja, also ganz, ganz ähnlich wie beim anderen Dorf. Und schaffen wir es noch? Nee, 80%. Jetzt gucken wir mal, was der Gegner macht. Ja, denn das ist das Besondere an diesen Duellen hier. Der greift uns jetzt nämlich auch an, entweder zeitgleich oder halt je nachdem, wie viel Zeit er sich lässt. Ich habe verloren, minus 11 Pokale. Okay, ich bin immer noch über 500. Mein Bonus ist noch gesichert, aber so läuft das ab. Und ihr seht selber, die Truppen bilden jetzt automatisch im Hintergrund wieder aus. Und wenn ich hier jetzt reingehe, dann könnte ich jetzt sagen, nee, ich möchte jetzt keine Riesen haben, sondern ich möchte jetzt doch hier Barbaren haben, aber ich kann später sowieso wechseln. Ja, je nachdem, wie viel Platz so ein Riese denn nimmt. So ein Riese nimmt 2 Truppen. Pro Lager kann ich dann natürlich wieder Barbaren mitnehmen. Also im Moment sind es bei mir 6 Truppen pro Lager. Okay, ja, das ist eigentlich so in etwa das Spielprinzip hier. Und ist also ein komplett zweites Dorf. Eigentlich ist es ein komplett zweites Spiel. Wenn wir jetzt mal rüberfahren, dann sehen wir auch die Abhängigkeiten. Warum muss ich das eigentlich hier machen? Ich muss das ja eigentlich gar nicht machen. Forschen kann ich im Moment auch noch nicht. Den könnte ich jetzt forschen, aber da muss ich jetzt wahrscheinlich auch erstmal das Ding hier verbessern, glaube ich, bevor ich den Riesen hier verbessern kann. Ich gucke mal gerade. Elixier kaufen, den möchte ich jetzt nicht, aber ihr seht dann, was für eine Spezialfähigkeit er dann bekommt, wenn man ihn setzt. Die hat er dann sofort, also er macht dann sofort so einen Machthieb, heißt das hier. Und der erste Schlag verursacht also 250 Schaden. Und aber ich denke mal, ich muss erst das Sternlabor updaten, bevor ich dann weiter forschen kann. So, wenn wir mal rüberfahren, dann, wir gehen nochmal kurz zurück zur Erklärung. Wir haben hier so eine Doppelbombe, die ist im Moment auf Level 1, die will ich jetzt aber auf Level 4 bekommen. Warum das so ist, das sehen wir jetzt hier in meinem Heimatdorf. Denn wenn wir jetzt mal auf eine Bombe klicken, dann sehen wir hier eine neue Option, Weiterentwicklung. Und die kann ich weiterentwickeln zur Doppelbombe. Aber erst, wenn ich die Doppelbombe auf Level 4 in meiner Bauarbeiterbasis habe. Ja, also hier gibt es Abhängigkeiten. Und das kann man natürlich machen, man muss es nicht machen. Ich habe den Vorteil dieser Doppelkanone auch noch nicht gesehen. Sie hat natürlich wie im anderen Dorf eine kleinere Reichweite, aber eine höhere Schussfrequenz. Und mal sehen, wann wir auf die ersten Sachen hier treffen. Das Ganze geht dann auch weiter, nämlich hier mit dem Bogenschützenturm. Der ist auch bald verfügbar. Also das sind Sachen, die kann ich mir jetzt auch noch gar nicht freischalten. Oder auch der Minenwerfer geht so hoch. Ja, also alles ganz, ganz ähnliche Sachen hier. Und oder ähnlich wie bei Clash Royale, ist bald verfügbar. Ich meine, die bald verfügbaren Sachen gab es ja, glaube ich, hier auch bei Truppenausbilden. Früher gab es das, jetzt gibt es das nicht mehr. Hier hinten, wo die freie Fläche ist, hier unter dem Bowler, da stand ja in den früheren Kasernen immer bald verfügbar und kein Bild. Genau wie hier bei den Zaubern auch. Und deswegen wird das Stück für Stück hier implementiert. Macht auch Sinn, das jetzt nicht alles auf einmal rauszuhauen, denn ihr kennt die Leute, 160.000 Gems und ich habe gleich alles. Das ist hier in dem Fall überhaupt nicht möglich, das finde ich auch gut so. Als RA11er, ja, da bist du hier vielleicht ein bisschen von dem Update enttäuscht, weil du hast eine Maxed-Out-Base RA11, kannst jetzt einen Heilzauber machen, kannst einen Klonzauber machen und das war's. Du musst ja erstmal deine Bauarbeiterbasis ausbauen, um überhaupt dann hier so ein kleines bisschen weiterzukommen und sei mal dahingestellt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Müssen wir sehen, müssen wir abwarten, denke ich mal. Aber wie gesagt,
Ihr könnt an einer Umfrage teilnehmen, die ich einmal in meiner Beschreibung drin habe und auch auf Facebook und auf Twitter. Es werden keine Nutzerdaten erfasst, es werden wirklich nur Antworten erfasst. Es sind auch nur 3 ganz kleine Antworten möglich. Mich interessiert das einfach mal und ihr könnt mir das aber selbstverständlich auch in die Kommentare schreiben und dann schreibe ich da auch selber was zu, wie es mir gefällt. Denn mir gefällt es so lala, hätte ich mal fast gesagt. Das ist keine Antwort der Umfrage, aber ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Tief in meinem Inneren denke ich natürlich, da will Supercell wieder richtig Kasse machen hier mit der zweiten Sache. Hält hier jetzt den High-Content an der Stange, indem sie hier völlig neuen Content bildet, der aber eigentlich nichts wirklich mit der Heimatbasis zu tun hat, solange ich nicht meine Bauarbeiterbasis aufgebaut habe. Ich weiß nicht, ob das bei vielen noch gut ankommt, so nach dem Motto, jetzt muss ich nochmal Clash of Clans neu anfangen. Mit so einem Minidorf und dann habe ich da diese Limitierung drin, dass ich nur einmal am Tag diesen fetten Bonus kriege, außer ich hau richtig Gems raus, damit ich den Bonus vielleicht 2-mal bekomme. Ich weiß nicht, ob das Konzept wirklich so aufgeht, weil irgendwann, ich werde das ja heute auch weiterspielen, werde meinen Bonus irgendwo machen und dann liegt das Dorf brach. Ja, dann machen meine Sammler, weil ich werde hier nichts auch noch für die Bauarbeiterbasis zum Gemmen ausgeben. Und erst recht nicht, nur weil ich schneller als viele andere vorankommen will. Also das finde ich total blödsinnig, weil viele andere sind ja auch noch nicht so weit. Und ihr habt das ja jetzt eben gesehen, dass schon einige so ein paar Bomben in ihrer Base hatten und die Verteidigung schon etwas höher war. Ja, ich weiß nicht, ob die dann Games eingeworfen haben oder ob die effektiver gespielt haben als ich. Tatsächlich habe ich mit dem Avatar ein bisschen effektiver gespielt und der hat schon ein bisschen mehr Ressourcen gehabt. Aber wir haben hier gestern live im Stream erstmal angefangen. Ich musste das Ganze erstmal erkunden. Dann lässt du natürlich erstmal Federn, verlierst Pokale, weiß nicht, wie du angreifen sollst. Und so war das hier gestern. Ich fand es ein gelungener Start. Ich hoffe, ihr habt euch über den Stream gefreut. Wir sind ja aktuell hier noch im CK drin. Da habe ich meine Angriffe gestern auch noch gemacht. Ihr seht hier einen von den 2, die ich zumindest schon mal gemacht habe. Schöner 3-Stern hier, Gola Loon auf einem Max-Out-Base. Also ist mir gut gelungen. Aber auch mit dem Alex ist mir das gleiche ganz, ganz gut gelungen. Und mal sehen, wie der Gegner jetzt noch rankommt. Im Oberbereich sind die wirklich gut. Aber mal schauen, wie das hier ausgeht. Ich halte euch auf den Laufenden, denke ich mal. Ja, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, auch der Stream von mir gestern Abend, der ja doch kurzfristig war, ich habe es nicht angekündigt, mir ist das irgendwann auf der Arbeit eingefallen, wo ich gedacht habe, Mensch, Thorsten, wie kommst du hier am schnellsten in das Update jetzt rein und willst das nicht alleine machen, also setze ich fix vor den Rechner, Stream angeworfen und dann habe ich das mit euch gezockt, hat mich echt gefreut und ich hoffe, euch freut das auch weiterhin, dass ich mit euch Clash of Clans spiele. Bitte nehmt an der Umfrage teil oder lasst mir das in den Kommentaren nieder, wie ihr dieses Update findet. Lasst mir einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in weiteren Folgen Clash of Clans mit mir, dem Toto. Bye, bye.